Und dieser Schneereichtum, der kommt natürlich so manchem Einheimischen so grottrecht. Also zum Beispiel dem Horst Heidenreich und seinem Sohn Bernd. Die karren ihn sogar tonnenweise nach Bischofsgrün. Ja, wenn er nicht schon dort liegt, wie jetzt. Aha. Nur dann. Und was machen Sie mit dem vielen Schnee? Ja, dann bauen wir einen großen, schönen Schneemann. Wie groß war der heuer? Ja, der knapp 12 Meter. 12 Meter? Ja. Wie kommt man auf die Idee, einen ganz großen Schneemann zu bauen? Denn ich meine, Schneemänner gibt es ja viele. Werden ja viele gebaut, wenn es viel Schnee gibt. Ja, das sind jetzt 25 Jahre, ne? Das heißt, Sie feiern Jubiläum? Ja, genau. Und vor 25 Jahren, da war schlechtes Wetter gewesen. Tauwetter gewesen. Und wir haben ja damals Schiele gemacht. Ja, und dann habe ich zu meinen Schiele gesagt, passen Sie auf, wir hören jetzt auf. Und haben gesagt, die sind dann heim. Dann habe ich zu den Wirt gesagt, bringen wir uns mal eine Schaufel. Ich gehe jetzt raus und baue auf dem Marktplatz in Bischofsgrün jetzt einen Schneemann. Und wie haben die Bürger darauf reagiert? Ah, zuerst hat ja nicht gepasst. Was macht der Hardenreich wieder so Zeug? Ne? Ja. Den haben sie ja mitten auf dem Marktplatz gebaut. Den habe ich auf dem Marktplatz gebaut. Ohne Genehmigung. Brauchen wir nicht. Aber Sie sind damit noch nicht im Guinness-Buch der Rekorde, oder? Oh, das dauert aber nicht lang. Also wir blenden jetzt einmal ein paar Bilder ein, wie sich dieser Schneemann entwickelt hat vom ersten bis zum letzten. Also der Schneemann im Jahr 2010 ist über 12 Meter hoch. Der sieht ja auch ganz normal aus. So schaut er aus, mit Nase aus vielen gelben Rüben, Kohlenaugen, oder? Ja, die Nase ist jetzt nicht aus gelben Rüben, weil da hätte man schon so genmanipulierte gelbe Rübe gebraucht. Die ist aus Blech, weil sie ja sehr groß ist im Verhältnis zum Schneemann. Die muss ja auch sehr groß sein, sonst passt es ja nicht zusammen. Hätte ja mehrere gelbe Rüben aneinander stecken können. Ja? Als Bio-Schneemann, meinen Sie? Ja, warum nicht? Und was machen Sie bitte, wenn es keinen Schnee gibt? Halt, Moment, das suche ich jetzt. Wir haben schon mal einen gebaut, da haben wir überhaupt keinen Schnee gehabt. Aber in Neubau haben sie einen gehabt, in Neubau. Und die hätten wir gebraucht für einen Langlauf. Da war ein Langlauf und wir haben ihn gestohlen.